Weiter geht's, willkommen zurück zu Tomb Raider Relics of Power in der Sanctuary of Secrets. Wir zerstören mit unserem Hammer, den Lara einsetzt. Anstatt das Schloss kaputt zu hauen, setzt sie den Hammer ein, um diese Tür zu öffnen. Das ist wieder Lara-Logik, gleich zu Beginn der Folge. Setzt sie einen Hammer ein, um ein Schlüsselloch kaputt zu hauen. Ist mal wieder Tomb Raider-like. Naja. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Bestimmt zu diesem Strand. Was heißt Strand? Da, wo diese Brücken waren. Ich denke mal, dass das das Affenhaus sein könnte. Was wir von der einen Seite schon gesehen haben, wo auch das Wasser ist. Ich denke mal, ihr wisst vielleicht schon, was ich meine. Da, wo auch die Seilbahn ist, genau. Und da fahren wir jetzt mal hin. So. Seht ihr, es doch ein bisschen Strand. Und wieder schöne Palmen. Nur wahrscheinlich auch Piranhas, wie ich das Spiel kenne. Aber ich sehe noch keine. Und ich sehe auch noch gar keine Affen. Auf jeden Fall ist jetzt hier wieder so ein Durchgang. Interessant. Das ist verschlossen. Das hängt doch mit der anderen Stelle zusammen, was wir da gesehen haben, glaube ich. Wir gucken uns das Ganze mal an. Hier raus. Und da hoch. Kann man da rein? Nee. Was ist denn das jetzt hier für eine Öffnung? Oh, schön. Ein Strand. Toll. Und da kommen komische Viecher. Die uns wahrscheinlich vergiften werden. Okay. Desert Eagle Munition. Das ist doch eine schöne Bucht hier, oder? Das finde ich schön. Oh, wahnsinnig schön hier mit der... Die Palme ist noch schöner als die anderen Palmen. Ich liebe ja Palmen über alles, aber die Palme sieht echt schön aus. Und oh, die Palme, die könnte ich jetzt umarmen. Lara, komm, umarm mal die Palme. Wir sind am Strand, Lara. Och, das mag ich. Das gefällt mir hier. Die Stelle finde ich schön. Genau meinen Geschmack getroffen. So Strand, Bucht, Meer und Palmen. Sehr schön. Aber ich glaube, weit schwimmen kann man nicht, weil das nämlich hier, glaube ich, eine Strömung ist. Genau. Aber fürs Auge ist es trotzdem schön. Man hört die Möwen im Hintergrund. Herrlich. Aber den Strand müssen wir jetzt wieder verlassen. In der dunklen Nacht. Der Nachthimmel. Er strahlt über uns in vollster Pracht. Obwohl vollster Pracht ist auch was anderes. Es ist kein einziger Stern zu sehen. Und dieser schöne Tomb Raider 3 London Mond. Den habe ich auch noch nicht entdeckt. Aber der Stadtrand, der ist schön beleuchtet. Schön, schön. Und da ist noch so ein Viech. Stirb! Stirb! Okay, gut. Was sind das denn für komische Echsen hier? Ach so, das ist der Rückweg. Gut, das war jetzt hier nur so ein kleiner Ausschnitt zum Langlaufen. Fand ich aber schön eingebaut. Und jetzt kommen wir wieder zurück, wahrscheinlich ins Gehege. Oder was auch immer. Hier ist noch eine verschlossene Tür. Ach, das war die, wo wir, glaube ich, vorhin hochgetaucht sind. Okay. Hier werden wir jetzt wahrscheinlich an der Hangelstrecke runter müssen.
Da war doch eine Leiter, gell? Nee, doch nicht. Doch. Oh, oh, oh. Da haben wir fast kein Leben mehr gehabt. Hier war die Leiter. Also hier schön runter mit uns. Dass wir nicht so viel Leben verlieren. Wir haben schon genug Leben verloren an diesen Echsen da eben. Und da drüben geht es, glaube ich, weiter. So. Und ins Wasser. Wo kommen wir jetzt hin? Okay. Okay, okay. Dann können wir jetzt hier raus. Aber auf der anderen Seite war doch auch noch was zum Hochklettern. Hm. Werden wir alles nach und nach unter die Lupe nehmen? Hier kann man auf jeden Fall schön lang springen und da drüben ist eine Leiter. Aber das sieht mir so danach aus, als würde es hier weitergehen. Deswegen würde ich gerade nochmal die andere Richtung bevorzugen. Obwohl es wahrscheinlich hier noch gar nicht weitergeht. Nee, da hoch kommt man ja noch gar nicht. Ich denke mal, da werden wir dann von der anderen Seite vielleicht drankommen. Und jetzt springen wir erstmal auf diese Leiter, die wir da gesehen haben. Genau, die da drüben. Nur weil Lara ja nicht aus dem Wasser eine Leiter hochklettern kann, müssen wir das Ganze wieder mal komplizierter lösen. Dass unsere Lara das auch hinkriegt. So. Und dann an die Leiter. So, wunderbar. Gut. Und dann kommen wir hier in eine Öffnung. Die aber auch nur dafür da ist, um Anlauf zu nehmen und irgendwo anders hinzuspringen. Wie mir das so aussieht, aber wo? Wo müssen wir als nächstes hin? Hier um die Ecke? Oder darüber? Wir springen jetzt einfach mal blind links hier rüber. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oh. Aber ich glaube, kann man sich vielleicht hier festhalten? Wir hangeln gerade mal. Vielleicht ist das der Sinn der Sache. Sieht vielversprechend aus. Wir können uns nämlich, glaube ich, dann hier runterlassen. Oder direkt hier drauf. Perfekt. Und das dürfte dann die Stelle mit den Fackeln sein. Nee, ist es nicht. Aber hier ist ein Hebel. Und da ist der Mond, den ich vermisst habe. Seht ihr es? Der London-Mond von Tomb Raider 3. Und die Tür haben wir geöffnet. Gut, dann hätten wir das erledigt. Und bevor wir hier oben weitermachen, würde ich aber doch gerne nochmal hier runter. Oder ist das der Gang, da sind wir hergekommen? Alles klar. Achso, das war ja eine Schräge. Und Lara hat das Gehen verlernt. Was kann man denn jetzt von hier aus noch tun? Man kann doch bestimmt auch darüber. Ja, da oben lang vor allem. Aber wie komme ich jetzt von hier aus weiter? Das ist jetzt die Frage. Probier jetzt gerade mal hier hoch, oder? Ach, das geht gar nicht. Ja, dann hangeln wir noch mal ein Stück zurück, würde ich sagen. Oder vielleicht mal irgendwie hier probieren, eine Rückwärtsrolle zu machen oder so. Hier war schon mal nichts. Okay, okay, das war nix. Dann schön nach links. Aber ich weiß nicht, ob man hier irgendwo dran hochklettern kann, weil ich glaube, das ist alles eine durchgängige Schräge. Hm. Ich glaube, dass wir doch von drüben wieder weiter müssen. Und dann vielleicht drüben irgendwie weiterkommen. Dass wir die eine Leiter zumindest nochmal hochklettern und dann von da oben irgendwie sehen, dass wir auf die andere Seite kommen. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Probieren wir es mal aus. Mehr als versagen können wir ja nicht.
Glaubst du gerade, dass der Sprung vielleicht sogar reicht? Jawohl. Das sieht doch gut aus. Aber war das jetzt nur für Fackeln oder geht's dann auch hier weiter? Sieht schlecht aus. Puh. Ich glaube, wir müssen das Ganze einfach wieder zurück. Weil da kommen wir ja automatisch dann bei die Tür, die sich geöffnet hat. Und ich denke, auf die Hängebrücke und weiter nach oben kommen wir dann sowieso noch. Das sieht zu aufwendig aus für ein Secret. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns einfach mal auf den Rückweg. Und gehen einfach mal durch die Tür, die sich geöffnet hat. Und dann denke ich, werden wir auch weiterkommen. So, hier rüber. Und, ach so, da laufen wir nochmal an diesem schönen Strand vorbei. Genießen nochmal diese Strand- und Palmenatmosphäre mit dem Meer und dem Sand. Hören die Möwen und das Wasser. Ist das nicht schön? Und gehen wieder zurück. So. Okay, und das war's schon wieder mit der schönen Meeratmosphäre. Und platsch, alles klar. Dann, ach so, das ist glaube ich noch zu, genau. So, und da kommen wir nämlich wieder hier raus, wo sich diese Türe geöffnet hat. Jetzt gucke ich gerade mal, ob man irgendwo unter Wasser noch weiterkommt. Vielleicht sogar auf die andere Stelle auf der gegenüberliegenden Seite. Womit dieses große Rätsel war mit der Stelle, wo wir nicht rausklettern konnten. Aber ich glaube eher nicht. Ist hier drüben noch was? Nö. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Türe, die sich extra für uns geöffnet hat. Und hier liegt der Schlüssel. Lag der die ganze Zeit schon da oder habe ich den übersehen? Auf jeden Fall wäre das echt fail gewesen, wenn wir den liegen gelassen hätten. Aviary Key. Aviary. Heißt das Vogelhaus? Oder was ganz anderes? Ich habe keine Ahnung. Egal. Mich würde das mal interessieren, hier oben drauf rumzulaufen. Aber ich glaube, da kommt man nicht hoch. Nee, ich glaube, das geht nicht. Dass man oben drauf auf die Mauer geht, aber ich glaube nicht. Dann gehen wir mal hierher zurück. Und ah ja, das sieht doch gut aus. Das ist nämlich genau die Stelle, die wir von unten gesehen haben. Ganz genau. Und man kann vielleicht sogar da hinten dann reinspringen. Werden wir wahrscheinlich auch müssen. Und da unten war der Hebel. Ganz genau. Dann ziehen wir jetzt hier einmal den Hebel. Öffnen eine Tür. Die ist, glaube ich, da hinten. Und springen hier raus. Das müssen wir jetzt noch eruieren, wie wir das am besten machen. Ohne, dass wir da abrutschen. Hier ist eine Hangelstrecke. Und die wird uns wahrscheinlich dann zum Ziel führen. Aber so nicht. So nicht. Zack. Und nach links. Und dann dürfte das, denke ich, ganz gut funktionieren. Ah ja, ich sehe schon, da ist schon mal was zum... Oh je. Ah doch, alles gut. Und da kommen wir jetzt wahrscheinlich einmal außen rum darüber. Gut. Sieht auf jeden Fall von der Richtung sehr sinnig aus und dann kommen wir da drüben raus. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt und dann sind wir hier. Alles klar.
Gut, dann hätten wir das hier auch erledigt und können dann somit hier raus. Hier ist aber noch ein Secret oben drin, das weiß ich sogar noch. Aber ich weiß nicht mehr, wie man da dran kommt. Da müssen wir jetzt hier gerade mal die Augen aufhalten. Falls da irgendwie eine Stelle kommt, die uns zum Secret bringt. Aha, das Rätsel ist hier schon mal gelöst. Das Rätsel mit dem Tauchgang haben wir gelöst. Aber das Rätsel mit... Kann man da drüben rausklettern? Ah, man kam sogar hier raus. Da war meine Theorie von vorhin sogar falsch. Okay. Ich speichere das gerade mal hier auf einer anderen Stelle ab. Und lade nochmal die 218... Ah, nein, shit. 218 wollte ich jetzt laden. Jetzt habe ich gespeichert. Wegen dem Secret da oben drin, wisst ihr? Nein, das nicht. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.